Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Today in der digitalen Werkstatt. Mein Name ist Florentine und wir befinden uns heute hier im Park an der Ilm in Weimar. Der Ilmpark in Weimar wurde vor über 200 Jahren vom Weimarer Herzog Karl August zusammen mit dem Dichter Johann Wolfgang Goethe im Stil der damaligen Zeit neu designt. Vieles davon können wir heute noch sehen und erkunden. Sehr wichtig war in der neuen Parkgestaltung die Idee, dass die Menschen in die Natur eingebunden sind. Alles wurde der Natur nachempfunden, aber von Menschenhand angelegt. Wege schmiegen sich an den Fluss, das Gelände ist uneben, man findet viele verschiedene Baumarten und Sträucher. Dieser gesamte Teil des Westhangs des Ilmtals wurde vom Herzog und von Goethe genau durchgeplant. Diese Mauer hier zum Beispiel sollte den Anschein erwecken, es handle sich um einen verfallenen Gebäudeteil, den die Natur sich zurückerobert. Eigentlich wurde sie aber schon als Ruine erbaut und so in den Park integriert. Die Natur sollte mit allen Sinnen erlebt werden können. Goethe, der in seinen ersten Jahren in diesem Haus mitten im Park wohnte, schlief sogar manchmal auf seinem Balkon, um die Sinneseindrücke direkt aufzuschreiben und in Zeichnungen zu verarbeiten. Los geht's und such dir deinen Lieblingsplatz in der Natur und lass die Umgebung eine Weile auf dich wirken. Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Was riechst du? Halte deine Gedanken fest, indem du sie in die folgende Form bringst. Schreibe ein Elfchen. Ein Elfchen besteht aus 5 Zeilen und 11 Wörtern. Erste Zeile. Ein Wort. Eine Farbe oder eine Eigenschaft. Zweite Zeile. 2 Wörter. Ein Gegenstand oder eine Beobachtung. Dritte Zeile. 3 Wörter. Wo und wie ist der Gegenstand? Was passiert? Vierte Zeile. 4 Wörter. Schreibe ein Gefühl, das du gerade hast. Fünfte Zeile. Ein Wort. Das Abschlusswort des Elfchens. Zum Beispiel grün, das Blatt, baumelt im Wind, ich bin voller Neugier, angenehm. Wenn dir das zu schnell ging, halte einfach das Video an der Stelle an, an der das Muster eingeblendet ist und nimm es als Vorlage. Schreib dein Elfchen auf ein schönes Papier. Du kannst dein Gedicht auch noch mit kleinen Zeichnungen verschönern. Natürlich kannst du dein Elfchen auch direkt ins Handy schreiben und es zusammen mit einem tollen Foto vom Park zum Beispiel als Gruß verschicken. Wir freuen uns natürlich über dein Ergebnis. Also poste dein Ergebnis öffentlich mit dem Hashtag digitale Werkstatt oder schicke es uns per Direktnachricht. Viel Spaß beim Ausprobieren!